Natürlich darf bei einer Yoga-Praxis auch die Entspannung nicht fehlen. Jetzt werde ich dir eine Entspannungstechnik vorstellen, und zwar die progressive Muskelentspannung. Hierbei werden wir in der Rückenlage einzelnen Körperteile anspannen, um sie danach wieder loszulassen. Komm hierbei in die Rückenlage. Leg die Arme neben den Körper, dreh die Handflächen nach oben zur Decke und schließ deine Augen. Zieh die rechte Zehenspitze zum Körper heran und heb dein Bein ein paar Zentimeter vom Boden ab und spann die gesamte Bein- und Fußmuskulatur feste an. Lass den Atem dabei fließen. Lass Bein und Fuß wieder zur Matte zurücksinken und entspann deinen Fuß und dein Bein. Zieh die linke Zehenspitze zum Körper und heb dein linkes Bein vom Boden ab. Aktiviere die gesamte Bein- und Fußmuskulatur und lass Bein und Fuß dann wieder zur Matte zurücksinken. Spann dein Gesäß feste an, intensiviere die Spannung und entspannen. Ball deine rechte Hand zur Faust, heb den Arm etwas vom Boden ab und spann die Hand, die Finger und den Arm ganz feste an. Lass den Arm und die Hand dann wieder zum Boden zurücksinken, die Finger lösen sich. Ball deine linke Hand zur Faust, heb den linken Arm knapp vom Boden ab und spann den Arm, die Hand und die Finger ganz feste an. Lass dann den Arm und die Hand wieder zum Boden zurücksinken. Zieh deine Schultern nach oben zu den Ohren und spann deine Nackenmuskulatur ganz feste an. Lass nun die Schultern wieder auf die Matte sinken. Atme dann einmal ganz tief ein und halte den Atem an. Atme nun durch den Mund aus und lass alle Anspannung los. Öffne die Augen. Greif mit den Händen einen Oberschenkel und komm nach oben zum Sitzen. Also ich fühle mich auf jeden Fall entspannt. Ich hoffe, du auch. Bis zum nächsten Mal.